Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich etwas ganz Besonderes vor. Und zwar, ich möchte Burger machen. Aber keine herkömmlichen Burger, so wie ihr sie kennt, sondern Low-Carb-Burger. Und das in vegan. Ich möchte das Ganze vegan halten. Klar, man kann jetzt auch dunkles Brot nehmen, einen dunklen Bun, das geht auch. Aber ich habe Bock, Low-Carb-Burger zu machen und euch daran teilhaben zu lassen. Ich freue mich schon, mit so viel Liebe und Leidenschaft diese Burger zuzubereiten und dann reinzubeißen. Da viele von euch wissen wollen, wie es mit dem Abnehmen läuft, gebe ich euch mein Update. Ich wiege zurzeit 177,1, habe knapp 2 Kilo verloren und bin glücklich damit. Wie ich mein Gewicht verlieren möchte und zurzeit verliere, mit dem intuitiven Essen. Das heißt, ich höre auf mein natürliches Hungergefühl. Ich gebe mir größte Mühe. Das ist bei mir natürlich gestört. Wann habe ich wirklich Hunger? Wann bin ich satt? Wann tritt ein Sättigungsgefühl auf? Wann ist es emotionaler Hunger? Wann ist es wirklich Hunger? Und das ist jetzt momentan meine Art, Gewicht zu verlieren und keine Crash-Diät. Ich habe unzählige Crash-Diäten hinter mich gebracht und die haben mir nur geschadet. Jojo-Effekte, die aufgekommen sind. Ich hatte sogar Quaddeln, weil ich so stark gehungert habe, Quaddeln auf den Rücken. Der Juckreiz war immens. Das war noch schlimmer als das Hungern. Und das möchte ich nicht noch einmal erleben. Das sind die Zutaten für meinen veganen Low-Carb-Burger. Salat anstatt des Burger-Buns, sprich Burgerbrötchen. Zwiebeln, Tomaten, Gurken, Hefeflocken kommen auch noch drauf. Das ist halt veganer Parmesan, aber erst zum Schluss. Für die Soße Ketchup, Senf, vegane Mayonnaise, Gewürze und ja, hier das Patty. Ihr könnt auch natürlich Fleisch nehmen, wenn ihr es nicht vegan halten wollt. Das ist das vegane Burger Patty, aber da gibt es auch verschiedene Varianten. Ihr müsst nicht dieses vegane Burger Patty nehmen, da gibt es ja noch einige andere Varianten, Leute. Zuerst wird die Burgersoße zubereitet. Also Ketchup, Senf, vegane Mayonnaise. Na, könnt ihr nach eurem Gusto würzen. Ich habe noch ein bisschen Agavendicksaft dazu getan. Ihr könnt auch Honig nehmen. Das wird die Burgersoße. Und jetzt natürlich vermengen, Leute. So sieht's vermengt aus. Also mega, ne? Eine richtig geile Soße. Ich werde jetzt die Burger Patties, die veganen, von jeder Seite 2 bis 3 Minuten scharf anbraten und währenddessen schneide ich die Zwiebel, die Tomaten und ja, der Burger, der geht ratzfatz. Was ich von euch wissen möchte, Leute, seid ihr eher Team Beef oder Team Chicken, was Burger angeht? Oder liebt ihr eher die veganen Burger? Lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. So Leute, die Salatblätter sind unsere Burger-Buns, also Burgerbrötchen. Deckel, untere Deckel, Tomaten sind geschnitten, Zwiebeln, Gurken, die Burgersoße. Dann kommt da noch ein bisschen Hefeflocken drauf. Mit Zwiebeln, ja, optional, ich geize damit nicht. Wenn ihr ein Date habt, solltet ihr auf die Zwiebeln verzichten. Aber ich kenne das ja nicht. Was ich jetzt gemacht habe, die Burgersoße, oben und unten drauf geschmiert. Ich finde eine leckere Soße und ich habe die probiert, die ist mega lecker. Auf so einem Burger ist ein absolutes Muss, Leute. Findet ihr nicht auch? Das gehört absolut dazu. Jetzt habe ich die Gurken, Tomaten und Zwiebel auf den unteren Bereich drauf getan. Und jetzt kommt eigentlich nur noch das Patty drauf, dann die Hefeflocken und dann kann man den Burger zuklappen und einfach genießen. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. Ein Gedicht, ein Gedicht. Jetzt einfach nur den Deckel eigentlich draufklappen. Und der Burger ist fertig und man kann ihn genießen und man kann reinbeißen hier auch, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Woo! Leute, Leute. Nein, wie lecker. Ignoriert das, dass ich jetzt gekleckert habe, mich vollgeschmiert habe, aber aller Bonheur, Leute, wirklich vegan und low carb kann man so geil genießen, Leute.
und ob mit einem dunklen Bun, dunklen Burgerbrötchen oder ganz klassisch normal, die Dosis macht das Gift, Leute. Ich bin einfach erstaunt, wie lecker er schmeckt. So Leute, jetzt sind wir auch wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn euch mein Kochvideo gefallen hat, dann haut doch mal den Daumen nach oben, ballert den Daumen nach oben und gebt mir ein Like. Würde mich sehr, sehr freuen. Es hat mega Spaß gemacht und ich war überrascht, wie gut, wie lecker so ein veganer Low Carb Burger schmeckt. Ich bin einer, der frei Schnauze kocht und es hat sich gelohnt. Ohne Rezept und einfach mega geil. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, Kakao.